Wir sind, man mag es nicht glauben, in der vorvorletzten Predigt zur Geistesgabenreihe. Ja, also vorvorletzt. Ja, das heißt noch zwei und ihr habt es dann geschafft. Und wie das vielleicht beim letzten Mal schon deutlich wurde, ich habe ja diesen Begriff Geistesgaben sehr, sehr weit gefasst. Das habe ich auch ganz am Anfang mal gesagt, um auch über Dinge reden zu können, die man sonst vielleicht nicht so typischerweise darunter packt. Letztes Mal hatten wir das Thema Kunst, das Thema Musik. Heute möchte ich über etwas reden, über ein Phänomen, das mir so als junger Christ immer so aufgefallen ist. Ich bin zum Glauben gekommen, Anfang 20, habe die Bibel gelesen und dachte mir, das ist aber komisch, ja? Hier steht etwas, davon wird bei uns in der Gemeinde ganz wenig erzählt. Und zwar das Thema Dämonenaustreibung. Beziehungsweise so ein, ich will es mal ein bisschen allgemeiner fassen, ein realistischer Umgang mit dem Bösen. Warum packe ich das in so eine Reihe über Geistesgaben rein? Hat folgenden Grund, wenn ihr mit mir bitte mal Matthäus Kapitel 12, Vers 28 aufschlagt. Matthäus Evangelium, also Neues Testament, erstes Buch, Kapitel 12, Vers 28. Situation ist die, dass Jesus auf eine Gruppe von Leuten trifft, die ihm unterstellen, er hätte gerade jemanden, der war blind und stumm, der hätte den gerade geheilt auf eine nicht ganz lautere Weise, ja, nämlich indem er quasi mit dem Oberteufel den Unterteufel austreibt. Und Jesus sagt da, Matthäus 12, 28, folgendes. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Deswegen in der Geistesgabenreihe, weil Jesus sagt, da wo das geschieht, Dämonenaustreibung, wo er das tut, tut er es in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das ist etwas ganz Typisches für Geistesgaben, dass irgendwie Heiliger Geist dahinter steckt und uns in besonderer Weise befähigt, etwas zu tun. Deswegen, und weil ich nie gewusst hätte, wo man das Thema sonst noch hätte unterbringen können, habe ich einfach mal jetzt mit hier reingenommen. Also da, wo das Reich Gottes kommt, das ist so eine ganz grundsätzliche Wahrheit, da muss das Böse weichen. Und es ist nicht nur so, dass wir Dämonenaustreibung bei Jesus sehen, im Sinne von, das ist so eine Spezialität, die nur Jesus hat, so wie auf dem Wasser laufen oder so, ja, das ist danach auch nicht mehr so richtig passiert. Nee, Dämonenaustreibung ist ein Thema, was uns auch später in der Bibel bei den Jüngern immer mal wieder, es wird nicht so groß herausgehoben, aber immer mal wieder doch begegnet. Apostelgeschichte Kapitel 8, ich lese das einfach mal vor, braucht ihr nicht aufschlagen. Da heißt es ab Vers 5, Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Die Volksmengen achteten einmütig auf das, was von Philippus geredet wurde, indem sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn, was waren das für Zeichen? Denn von vielen, die unreine Geister hatten, und jetzt merkt ihr schon das Wort Dämon und das Wort unreiner Geist, das ist dieselbe Gruppe, um die es geht. Denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus. Mit lauter Stimme schreiend. Oh ja, also Philippus geht da in so eine Stadt von Samarien und predigt das Evangelium. Und dann gehört das irgendwie mit dazu. Und eine andere Geschichte, die ich nicht vorlesen muss, weil sie sehr bekannt ist. Paulus in Philippi predigt und da geht ständig so eine Frau mit so einem Wahrsagegeist hinter ihm. Heute würde man sagen ein Medium. Ja? Und irgendwann wird ihm das zu viel. Der dreht sich um und sagt, fahre aus. Ja, und plötzlich war das mit Medium vorbei. Ja, da ist der böse Geist, dieser Wahrsagegeist aus ihr ausgefahren. So, zwei Ereignisse, die uns zeigen, dass hier dieses Dämonenaustreiben in einem weiten Spektrum in der damaligen Zeit völlig normal war. Und deswegen auch dazu eben was zu sagen. Vielleicht auch deshalb, weil ich lese gerne mal so Kirchenväter. Kirchenväter, das sind so die ersten nach den Aposteln. Und wenn man sich frühchristliche Literatur anschaut, dann stellt man fest, dass da wie selbstverständlich davon ausgegangen wurde, dass Christen Dämonen ausgetrieben haben.
Wenn man mal so die Begeisterung für Dämonenaustreibung neben die Begeisterung stellt, erlöst worden zu sein, also Vergebung der Schuld gegen Austreibung von Dämonen, dann stellt man fest, die Leute waren mindestens so begeistert, dass hier eine Gruppe unter ihnen mit einer geistlichen Autorität auftrat, die es tatsächlich mit diesen bösen Geistern aufnehmen konnte, wie dass die Leute sagten, boah, ist ja auch cool, dass bei euch Vergebung der Schuld gibt. Das war beides, also es ist etwa beides gleich wichtig in der damaligen Zeit. Ich sag mal was Kritisches. Wenn heute jemand sich hinstellt und sagt, ich glaube nicht einfach nur an das Böse, sondern ich glaube an den Bösen, dann macht man sich ja schon so ein bisschen lächerlich, oder? Also wenn man so heute sagt, also weißt du, eigentlich glaube ich an den Teufel. Ja, ich glaube ganz real an einen gefallenen Engel, der das Böse plant, der Menschen manipuliert, der die Wahrheit verdreht und der Menschen dazu bringt, das zu tun, was er will. Obwohl die das, wenn die ein bisschen länger drüber nachdenken würden, vielleicht gar nicht wollen. Daran glaube ich. Und übrigens ist es noch ein bisschen schlimmer mit mir. Ich glaube nicht nur an den Teufel. Ich glaube daran, dass er den Job nicht alleine macht, sondern dass eine ganze Schar von gefallenen Engeln, sogenannten Dämonen oder unreinen Geistern, ihm bei seinem finstern Werk zur Seite stehen. Das glaube ich. Und es ist schwer, das in der heutigen Zeit so einfach zu sagen, außerhalb, hier bin ich ja geschützt, hier darf ich ja alles schlagen. Ja, ihr könnt euch erstens nicht wehren, ja, und zweitens erwartet man ja irgendwo von mir, dass ich an solche Dinge glaube, wenn sie in der Bibel stehen. Frage ist nur, wie wir, wenn wir ganz normal leben, unterwegs sind, ob wir als Christen verstehen, dass wir in einem Kriegsgebiet leben und dass dusseligerweise wir zur falschen Seite gehören. Denn die Bibel beschreibt den Teufel als den Gott dieser Welt. Wenn du wissen willst, wer hier die Medien prägt, wenn du wissen willst, wer hinter dem Zeitgeist steckt, wenn du wissen willst, wer sich so diverse Perversionen, von denen du jeden Tag in der Presse lesen, in den Medien sehen kannst, wer sich das ausdenkt, ist es nicht Gott. Sondern da steckt der Teufel dahinter, der in der Bibel als Gott dieser Welt bezeichnet wird, der in der Bibel bezeichnet wird als ein mächtiger Fürst der Luft, als ein Geist, der in den Ungläubigen wirkt. Und das ist ein ganz merkwürdiger Begriff, der in den Ungläubigen wirkt. Du gehst in die Arkaden einkaufen, ja, geht dir jemand entgegen und vielleicht hast du noch nie diesen Gedanken gehabt, ja, das ist jemand, der, wenn er nicht unter dem Schutz des Kreuzes steht, wenn er nicht einen Zugang hat zu Gott und zu seiner Wahrheit und zu seiner Erlösung und zu dieser Macht, die dadurch in unser Leben hineintritt, der fast schutzlos dem Wirken des Teufels ausgesetzt ist. Es ist nicht gleich einer, der auf dich zuspringt, wie so ein Zombie, das nicht, ja, aber das ist doch jemand, der, ohne es so richtig zu merken, unter der Macht des Teufels steht. Lasst uns mal aufschlagen, Epheserbrief, Kapitel 6. Epheserbrief, Kapitel 6. Paulus warnt die Christen nämlich, weil es so ist, in ihrem Leben einen bestimmten Fehler nicht zu machen, einen Denkfehler nicht zu machen. Man kann manches Mal einfach falsch denken. Da heißt es dann, Epheser Kapitel 6, Vers 11. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an. Bei diesem ganzen Ding Waffenrüstung müsst ihr kurz euch an Asterix und Obelix erinnern. Ja, da hatten die Römer immer so komische Sachen an. Ja, die wurden das zwar immer mit einem Haken rausgeschossen, aber trotzdem, das ist die Waffenrüstung. Ja, also dieser Panzer, den man da so trägt und das Schild und den Speer und alles das. Das Bild verwendet Paulus. Und er sagt, jetzt völlig ohne Spaß dahinter, weil damals waren römische Soldaten keine Witzfiguren, sondern sie waren Elitetruppen. Und vier von denen konnten 16 Quadratmeter gegen alles verteidigen, was ich ihnen in den Weg stellte. Von daher, du begegnest so einem Elite-Soldaten und Paulus sagt, stell dir den noch mal vor. Jeder konnte sich das vorstellen. Und jetzt überträgt er dieses Bild. Es gibt eine geistliche Waffenrüstung. Und Paulus sagt, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Wow! Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Mag ja sein, dass dein Arbeitskollege dich mobbt. Mag ja sein, dass der Typ in der Klasse neben dir immer, was weiß ich, mit seinem Feinliner dich irgendwie anmalt. Aber das ist nicht das eigentliche Problem.
Das eigentliche Problem liegt wo ganz anders. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Die Welt, in der wir leben, wird als Finsternis beschrieben, nicht als Licht. Gegen die Geister der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Wir stehen in einem Kampf. Ob wir uns das bewusst machen oder nicht, spielt gar keine Rolle. Wir sind mittendrin. Und ich glaube, dass die aktuelle Schwäche vielleicht auch der Christen in Deutschland ein bisschen mit daher rührt, dass man sich das gar nicht mehr so richtig, dass man das gar nicht mehr so ernst nimmt. Man, irgendwie so ein Larifari-Ding. Ja. Stell dir einfach mal vor, ja, ich mag dieses Bild, du stehst auf einer Abschussliste. Ja? Stell dir vor, der Teufel hat so eine Liste, ja? Da stehen so Namen drauf, wen mache ich als nächstes kalt? Ja? Wer steht so weiter oben? Wenn du gläubig bist, stehst du ziemlich weit oben. Ich habe bei solchen, wenn ich sowas predige, immer ein Bild vor Augen und das Bild ist das, wie so ein Scharfschütze durch ein Okular schaut. Ja, und da hast du so, also, ja, so dieses Fadenkreuz, ja, und wer dann Ego-Shooter spielt, weiß, ja, du findest, das ist das Bild, was ich vor Augen habe. Wir stehen auf einer Abschussliste, wir sind im Fadenkreuz des Teufels und ich werde heute zwei Dinge versuchen zu sagen. Das eine ist, der Teufel und seine Dämonen müssen uns keine Angst machen. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, bei all dem, was ich heute sage. Sie dürfen und müssen uns keine Angst machen. Der Teufel ist besiegt am Kreuz. Ganz wichtig. Der Teufel ist am Kreuz besiegt. Er ist nicht allmächtig, er ist nicht allwissend, er ist nicht allgegenwärtig, er kennt nicht deine Gedanken und er kennt auch nicht deine Zukunft. So, das müssen wir festhalten. Irenäus, so ein Kirchenvater, auch aus dem ersten Jahrhundert, der schreibt dazu Folgendes über den Teufel. Und ich lese heute manchmal aus dem Buch hier vor, das ich euch empfehlen möchte für den Fall, dass Okkultismus für euch ein Thema ist. Und wenn du merkst, dass was ich heute predige, geht nicht weit genug, dann kauf dir das Buch und lese es durch. Und wenn du mit Leuten zu tun hast, die aus der Ecke kommen, das wäre zum Beispiel für dich interessant, ja, wenn du so Heilpraktiker-Ausbildung und so in diese Richtung, ja, da hast du wahrscheinlich Leute, die manches an Erfahrungen schon gemacht haben. Dieses Buch hier, Der die Ketten sprengt von Neil T. Anderson, ist in meinen Augen das beste Buch zum Thema Okkultismus, Umgang mit Leuten, die eine okkulte Vergangenheit haben oder aber auch, wenn man sich selber die Frage stellt, Mann, bin ich an der Stelle völlig, völlig heil? Also wenn du jetzt heute denkst, da hätte ich noch mehr gerne gewusst, da möchte ich weiterlesen, das ist das Buch. Es ist wirklich das beste Buch, was ich auf dem deutschen Markt kenne, zu diesem ganzen Thema. Auch zum Thema, wie werde ich frei von sowas? Er geht komplett durch, er ist Seelsorger, der viele Gespräche in die Richtung geführt hat. Zurück zu unserem Herrn Irenäus über den Teufel. Zweites Jahrhundert. Da schreibt dieser alte Kirchenvater, der Teufel kann nur so weit gehen, wie er es am Anfang tat. Nämlich betrügen. Das ist wichtig. Der Teufel kann nur betrügen. Die Gedanken der Menschen irreleiten, sodass sie Gottes Geboten ungehorsam werden und nach ihre Herzen verfinstern. Das kann der Teufel, aber mehr kann er nicht. Das ist gar nicht so viel. Das Problem ist, das, was er kann, macht er ziemlich gut. Das ist einmal das Problem. Ja? Er kann nicht viel, er kann dir Lügen präsentieren, ja? Er kann versuchen, deine Gedanken zu manipulieren, er kann dich versuchen, so ein bisschen in seine Richtung zu schieben. Aber das macht er wirklich gut. Ich bin davon überzeugt, dass ein Christ nur von zwei Sachen gefüllt werden kann. Entweder vom Heiligen Geist oder von satanischen Lügen. Und der Teufel wird nichts unversucht lassen, damit du in deinem Leben nicht auf die Idee kommst, dich mit der Bibel zu beschäftigen, die Wahrheit in der Bibel zu finden, die Waffenrüstung anzuziehen und ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Wisst ihr, was die gröbste Waffe gegen den Teufel ist? Und das ist total witzig. Also ich finde es witzig, weil ich habe jetzt zwei Quellen. Das eine sind Ex-Satanisten, die darüber was gesagt haben. Und das andere sind Kirchenväter aus dem 2. Jahrhundert. Ja, also ist schon ganz schön grob, wenn du sagst, wir bringen mal die bei. Du fragst Leute, die aus der Szene kommen, was ist das Übelste, was ein Christ tun kann gegen den Teufel? Also die eher so aus dem Satanismus direkt rauskommen. Und du fragst die Kirchenväter, womit haben wir die besten Erfahrungen so im direkten Fight? Und das ist immer dieselbe Antwort. Ganz simpel.
Die Antwort lautet Gebet. Du betest und der Teufel hat keine Chance. So. Wie sorge ich dafür, dass der Teufel und seine Dämonen mich nicht kriegen? Drei Punkte, ganz simpel. Der erste Punkt hat damit zu tun, dass wir verstehen müssen, wer wir sind. Ich rede jetzt mal ganz bewusst nur zu Gläubigen. Ja, wer die Entscheidung für Jesus noch nicht getroffen hat, hat heute insofern Pech, als ich ihm nicht helfen kann. Ich muss heute tatsächlich mal den Sprung wagen und sagen, wer steht unter dem Kreuz? Ja, wer nicht unter dem Kreuz steht, wer Vergebung nicht hat, wo Jesus nicht Herr ist, der hat ein echtes Problem an der Stelle mit dem Teufel. Weil der Teufel ihn nämlich schlicht und ergreifend auslacht. Er sagt, du gehörst mir. Ich rede jetzt mal zu denen, die nicht dem Teufel gehören. Die sagen, ich gehöre dem Herrn Jesus. Was ist wichtig, wenn wir uns darauf einlassen? Ich hatte schon gesagt, der Teufel darf uns keine Angst machen. Das heißt, ich muss verstehen, wer ich bin. Wir haben da schon mal auch drüber uns unterhalten und ich will nur noch mal kurz anreißen, was das heißt. Wir sind Heilige. Ja? Jesus hat uns geheiligt. Wir sind Heilige. Wir sind, heißt es in der Bibel, Teilhaber der göttlichen Natur. In uns steckt was Göttliches drin. Jetzt nicht so ein esoterisch göttlicher Funke, der irgendwie anfangen musste glimmen, sondern Gott hat sein Leben, sein ewiges Leben in uns hineingelegt. Wir gehören im wahrsten Sinne des Wortes zum Siegerteam. Also wenn am Ende die Punkte gezählt werden, haben wir gewonnen. Kann ich dir jetzt schon sagen. Das ist nicht so dieses, ich weiß nicht, ob ihr manchmal so Spiele spielt, wie heißt unser Spiel, was wir gerade machen, was ihr gespielt? Ja? Dominion, ja, Dominion ist so ein typisches Spiel. Man spielt Dominion und weiß bis zum Schluss nicht genau, wer gewonnen hat. Ja, weil jeder muss diese komischen Siegerpunkte da besorgen. Ich checke es nie. Bei vielen Spielen weiß ich, wer gewonnen hat. Dominion ist so ein Ding, da musst du immer erst zählen. Oh, hab ich doch geschafft, ja. Genau. In diesem Spiel weiß ich, wir haben gewonnen. Wir werden definitiv als Sieger vom Platz gehen. Ich weiß, dass heute schon die Auferstehungskraft Jesu, die Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, in mir am Wirken ist. Dass der Geist Gottes dabei ist, mich umzugestalten in das Bild Christi. Dass ich nicht bleiben muss, wie ich bin. Das heißt, der Teufel hat genau so viel Macht über mich, wie ich ihm persönlich einräume. Ich muss mich nicht vor ihm fürchten. Aber, ich habe gesagt, zwei Dinge, ja. Ich muss mich nicht fürchten, aber ich muss auch aufpassen, dass ich ihn einfach nicht unterschätze. Jesus sagt, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Was muss ich tun, damit ich mein Leben nicht der Finsternis ausliefere? Naja, ich muss auf der einen Seite wachen, ich darf nicht passiv sein. Ich darf nicht so sagen, ach, es wird mir schon nicht passieren, ja. Doch, kann dir passieren. Du lebst in einer Welt, wo du ständig damit konfrontiert wirst. Und das Zweite ist, ich muss tatsächlich auch beten. Wenn ich begriffen habe, wer ich bin, dann weiß ich, dass ich einerseits nicht so ein hilfloses Opfer bin, ja, so in einem Tauziehen zwischen zwei himmlischen Supermächten, wo man mal schauen muss, wie es ausgeht. Stimmt überhaupt nicht. Da gibt's nicht einmal sehen, wie es ausgeht. Es ist klar, wer gewonnen hat. Das Kreuz macht es klar, wer gewonnen hat. Am Kreuz, schreibt Paulus, hält Jesus den Triumph über den Teufel. Der Teufel denkt, jetzt habe ich dich. Und am dritten Tag sagt Jesus, nee, jetzt habe ich dich. Ja, also das ist passiert. Der Teufel ist besiegt. Aber bitte pass auf, auch wenn wir zu den Siegern gehören, wenn wir wissen, Gott hat den Sieg schon errungen, lasst uns bitte nicht das Kritische an der Situation, in der wir drinstehen, verharmlosen. Ich möchte ein Beispiel dazu machen. Wenn du nach Indien fährst und du kommst zurück und hast dir die Lepra geholt. Wer Dr. House schaut, weiß, dass es das auch noch manchmal bei uns gibt. Also in Amerika zumindest. So Lepra, ja. Stell dir vor, du hast Lepra. Ja? Lepra ist das, wo die Hände anfangen, so taub zu werden. Du denkst dir, hey, was ist denn da los? Ich spüre ja gar nichts mehr. Soll ich dir was? Die gute Nachricht lautet, Lepra ist harmlos. Ein Jahr, drei Antibiotika, alles ist gut. Die schlechte Nachricht ist, wenn du die Situation verharmlost, im Sinne von, oh, das wird schon nichts sein. Verstehst du? Ja? Das ist das Problem. Okay, ihr habt mich verstanden. Es gibt Situationen, die sind, wenn man sie kennt und wenn man weiß, wie das Gegenmittel funktioniert, relativ entspannt.
So eine Situation, in einer solchen Situation stehen wir im Blick auf den Teufel. Er ist nicht der Übergegner, ja, den du nie, wo du sagst, boah, ja. Aber bitte auch nicht sagen, hahaha, das auch nicht, ja. Lass ihn uns nicht verharmlosen, sondern lasst uns schauen, was muss ich machen, damit ich richtig mit ihm umgehe. Wenn du das nicht tust, die Bibel spricht davon im 2. Timotheusbrief, dass Christen in die Fallstricke des Teufels geraten sind und von ihm für seinen Willen gebraucht werden. Der Teufel kann es schaffen, Christen zu fangen, gefangen zu nehmen und vor den eigenen Karren zu spannen, und man merkt es noch nicht mal. In der Bibel steht öfter ein Satz, der heißt, irrt euch nicht. Es ist möglich, dass man sich irren kann. Und deswegen lasst uns an der Stelle bitte vorsichtig sein. Also das Erste ist, verstehen, wer ich bin. Ich stehe auf der Seite des Siegers. Ich habe an der Stelle eigentlich nichts zu befürchten und ich muss trotzdem aufpassen, dass ich die Situation nicht verharmlose, sondern dass ich im entscheidenden Moment richtig reagiere, wenn der Teufel mich packen möchte. So, zweiter Punkt. Ganz simpler Punkt. Schmeiß alles aus deinem Leben raus, was mit dem Teufel zu tun hat. Einfacher Punkt, oder? Schmeiß einfach alles aus deinem Leben raus, was nach Teufel riecht. Egal, was es ist. Schmeiß es einfach raus. Ich habe mal ein paar Beispiele mitgebracht. Könnte zum Beispiel sein, dass bei dir zu Hause so Bücher stehen über Dinge wie Zauberei, Magie, Totenbeschwörung, ja, so diese komischen Engelbüchlein, Reinkarnation, Mystik, Scientology, Freimaurerei, New Age, überall, wo der Teufel so hinten dahinter so sein Zeugs hat, ja, wo du merkst, da steckt ein böser Geist dahinter. Ich mache dir einen Tipp. Einfach verbrennen. Heute Abend nach Hause gehen, bisschen Grillanzünder drüber, kleines Feuerchen. Apostelgeschichte 19, da fing eine Erweckung in einer Stadt an, und die, die sich bekehrt hatten, die kamen zusammen und haben ihre Zauberbücher verbrannt. Zauberbücher in der damaligen Zeit, handabgeschrieben. Super wertvoll. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 19, Vers 19, der Wert von dem betrug ungefähr 50.000 Silberdrachmen. Wenn jetzt 50.000 Silberdrachmen 50.000 Euro wären, würden wir schon sagen, boah, es sind aber eher 1 Million Euro oder noch ein bisschen mehr. Und die Leute wussten, wenn wir mit Gott leben wollen, dann schmeißen wir das einfach alles aus unserem Leben raus. Und ich denke nicht nur an Bücher. Es gibt Dinge, kennt ihr Witchy-Bretter? Also so Wahrsagebretter, oder wenn vielleicht hast du auch so Pendel zu Hause, oder du hast irgendwelche CDs zu Hause mit Musik, wo du weißt, da geht es eigentlich nur um den Teufel, oder Tarotkarten, oder ich weiß nicht, so Wünschelruten, ja, so, ja, vielleicht ist da noch irgendwas, oder keine Ahnung, was bei dir zu Hause rumliegt. Kann auch, fährst du in Urlaub nach Afrika, ja, und bringst du so einen kleinen Holzgötzen mit, weil der sieht ja so niedlich aus, ja, so was mit dicken Bauch, ja, und so, stellst ihn irgendwo auf die, ja, und wunderst dich, dass irgendwie in deinem Leben manches vielleicht schwieriger wird. Ja, schmeiß ihn raus. Ja, brennt auch gut. Einfach gleich. Das muss man machen. Man muss sich da an der Stelle einfach gnadenlos. Einfach Schnitt. Ja, gar nicht weiter drüber. Einfach knack. Ja, raus mit dem Zeug. Wenn du an spiritistischen Sitzungen teilgenommen hast, wenn du dir die Hände hier so Handleserei, wenn das passiert ist in deinem Leben, oder wenn du an Tische rücken, wenn Horrorfilme, ja, manche Horrorfilme sind so okkult, dass du danach denkst, boah, hier war der Teufel ja voll dabei, so als Regisseur im Hintergrund. Ja, wenn du das gemacht hast, dann rate ich dir einfach, sage dich bewusst davon los. Und ich habe mir gedacht, Mr. Anderson, er hat hier 2 Gebete drin. Und das erste möchte ich für euch sprechen und das zweite stelle ich euch nur vor. Das erste geht nämlich darum, dass Gott euch zeigt, wo in eurem Leben Dinge sind oder Dinge waren, wo ihr euch viel zu sehr auf den Teufel eingelassen habt. Und ich lese das einfach mal vor und vielleicht könnt ihr dann mit Amen sagen. Lieber himmlischer Vater, ich bitte dich, mein Herz und meine Gedanken zu bewahren und mir alle meine bewussten und unbewussten Beziehungen zu Kulten und okkulten Praktiken, falschen Religionen und Irrlehren zu zeigen. Ich bete in Jesu Namen. Amen. Und ich wünsche, dass Gott euch das zeigt. Und wenn euch jetzt was hochgekommen ist, wenn du denkst, boah, da war noch was, ja, gleich aufschreiben, zu Hause nochmal drüber nachdenken. Und
Er sagt dann weiter unten, dass es gut ist, für jede dieser Sachen, an denen man teilgenommen hat, zu sagen, Herr, ich bekenne dir das, bitte vergib mir und ich spreche mich von dem, was da in mein Leben hineingekommen ist, ich spreche mich tatsächlich los. Damit man einfach einen Schlussstrich zieht zwischen einem Leben, das vom Teufel geprägt war, und einem Leben, das von Gott geprägt ist. Denn wir gehen, wenn ich verstanden habe, wer ich bin, dass ich unter der Macht Christi stehe und wenn ich mich losgesagt habe von dem Bösen und alles, was mich daran bindet, entfernt habe, dann gehen wir den dritten Schritt. Und der dritte Schritt ist, wir leben die Wahrheit. Denn es ist nur die Wahrheit, die frei macht. Jesus sagt das mal. Die Wahrheit macht euch oder wird euch frei machen. So drückt er sich aus. Die Wahrheit, das heißt die Dinge, die in der Bibel stehen, die Gott als wahr beschreibt, das, was unseren Glauben ausmacht, das wird uns frei machen. Ich finde das deshalb so spannend, weil auf die Weise so klar wird, warum wir die Bibel brauchen. Jede Lüge, die der Teufel uns einpflanzt, ist eine Lüge zu viel, die uns beherrschen möchte, die uns manipulieren möchte. Es hieß hier, wir lesen das vielleicht noch mal zu Ende, Epheser 6, Vers 13. Ich habe das noch nicht ganz zu Ende gelesen, diesen Vers. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr, jetzt kommt's nämlich, an dem bösen Tag widerstehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen könnt. Du stehst in einem Kampf. Und in einem Kampf ist es so, dass es nicht immer nur darum geht, wie man sich fühlt. Ich kann dir versprechen, dass in einem Kampf du dich manchmal unwohl fühlen wirst. Aber in einem Kampf geht es genau um eine einzige Sache. Wer lebt am Ende noch? Das ist der Punkt. In einem geistlichen Kampf geht es nicht um die Frage, wie fühle ich mich, wenn der Teufel mich angreift und wenn ich mich verteidigen muss. Der Herr Jesus wird in die Wüste geführt, ist 40 Tage nichts, der Teufel kommt und was sagt der Herr Jesus jedes Mal bei der Versuchung? Es steht geschrieben. Das heißt, jedes Mal kontert er mit der Wahrheit. Er kennt seine Bibel und er kontert mit der Wahrheit und er sorgt dafür, dass zwischen ihm und dem Teufel immer die Bibel steht und sagt, stopp, das, was du mir hier vorschlägst, ist falsch. Ich möchte mich nach dem halten, was in der Bibel drin steht. Und das gibt ihm Kraft und am Ende muss der Teufel an der Stelle aufgeben. Dass ihr am Ende stehen und widerstehen könnt. Das ist der Punkt. Stehen bleiben, nicht untergehen. Und deswegen die Waffenrüstung anziehen. Ich werde jetzt keine Predigt über die Waffenrüstung halten, aber wenn du es durchliest, werdet ihr feststellen, da geht es genau darum. Wahrheit. So, Wahrheit kennen. Gerechtigkeit leben, das ist Wahrheit in die Praxis umsetzen. Da geht es darum, bereit sein zu evangelisieren. Da geht es darum, dass ich weiß, dass ich gerettet bin. Da geht es darum, dass ich bereit bin, mit dem Wort Gottes in der Hand mich dem Teufel in den Weg zu stellen und sagen, Schluss, hier, das ist mein Schwert, damit kämpfe ich jetzt mal. Da geht es darum, dass ich bereit bin, andere mit meinem Gebet zu verteidigen. Da geht es darum, wenn der Teufel mich mit feurigen Pfeilen angreift, den Schild hinzuhalten des Glaubens und diese feurigen Pfeile einfach abzufangen und zu sagen, stopp, ich möchte das nicht, dass du mich so fertig machst. Und vielleicht kommt euch das komisch vor. Was meint Jürgen mit Angriffen? Ich will das jetzt noch ein bisschen praktischer runterfahren auf die Ebene, wo ich es persönlich erlebe. Was heißt es, vom Teufel angegriffen zu werden? Was heißt geistlicher Kampf praktisch? Für mich bedeutet es, dass ich auf drei Ebenen permanent angegriffen werde. Das ist einmal die Ebene der Gedanken, dann die Ebene der Gefühle und dann mein Körper. Und das mag jetzt komisch klingen, aber ich erzähle einfach, was in meinem Leben ist. Und ich bin mir sicher, wenn ihr reflektiert über euer Leben, werdet ihr andere Dinge erzählen können. Aber das ist die Norm, in der wir leben. Wenn du in einer Welt lebst, in der der Teufel Realität ist, dann wirst du vielleicht ähnliche Dinge erleben wie ich auch. Was ich erfahre, ist, dass es manchmal in mir drin Gedanken gibt, wo ich mir sage, Mann, wo kommst du denn her? Also so richtig böse, zornige, selbstsüchtige, sexistische Gedanken. Weißt du, wenn in mir eine Fantasie hochkommt, wie wäre es, eine Frau zu vergewaltigen?
Und das ist kein Gedanke, der irgendwie nie sich in mir, dann muss ich einfach sagen, boah, ey, ja, also, wo kommt denn das her? Auf der einen Seite sagt die Bibel ganz klar, ich bin von Neuem geboren, ich bin ein neuer Mensch, ich habe ein neues Herz. Aus meinem neuen Herzen kommt der Gedanke nicht. Also das würde mich sehr wundern, das wäre ein komisches neues Herz. Und trotzdem ist der Gedanke da. Und ich merke, es gibt Gedanken, die in mir hochkommen, die habe ich mir nicht ausgesucht. Da bin ich manchmal niedergeschlagen. Quatsch, bin verrutscht, Entschuldigung. Da habe ich diese Gedanken und ich bin ja Naturwissenschaftler. Also dachte ich mir, naja, wenn der Gedanke nicht von mir kommt, dann könnte ich ja mal machen, was der Kerl hier in seinem Buch beschreibt. Der sagt nämlich, wenn du solche Gedanken hast und der Teufel weiß ja nicht, was du denkst, dann musst du laut zu dem Teufel sagen, hör her Teufel, diesen Gedanken, den möchte ich nicht denken. Ich verbiete dir, dass du mir diesen Gedanken gibst, weil ich gehöre zum Sieger, ich gehöre zu Jesus, ich will diesen Gedanken nicht denken. So, jetzt, Naturwissenschaftler machen das dann so, sie warten auf den nächsten Gedanken und dann sagen sie leise, ich will das nicht denken, ja, ohne dass sie mal, das, also ich, ohne dass man was sagt, passiert gar nichts, der Gedanke bleibt und dann spricht man es laut aus. Und mit einem Mal merkte ich, wie dieser Gedanke plopp zerplatzt und ich dachte mir, das ist ja interessant. Also du hast eben noch einen Gedanken, der dich nervt, sagst laut, ich möchte das nicht denken, im Namen Jesu, ich möchte das nicht denken und bang, der Gedanke ist weg. Ich denke mir, erste komische Erfahrung. Zweite komische Erfahrung, ich habe manchmal körperliche Dinge in meinem Leben. Also wo es bei mir auftritt, in der Literatur, Schmerzen, Schwindel, Müdigkeit sind so die klassischen Elemente. Bei mir ist es Müdigkeit. Ich will anfangen zu beten und ich habe so den Eindruck, jemand legt so eine Hand auf meinen Kopf und drückt mir die Augen zu. Ich denke mir, das ist ja komisch. Ich wieder Naturwissenschaftler und denke mir, ha, das probieren wir nochmal. Ja? Wenn das in Gedanken funktioniert, geht es vielleicht auch über den Körper. Im Namen Jesu, ich bete dann immer so ein bisschen hypothetisch. Ich sage dann, wenn dahinter eine geistliche Macht steht, ja, dann verbiete ich ihr, mich jetzt müde zu machen. Ey, ich kann euch nicht sagen, wie oft nach so einem Gebet es einfach bumm, macht und dann bumm, ja, und du bist plötzlich 90% heller und wieder wach, ja, so wie es richtig wäre. Das funktioniert nicht, wenn du die Nacht durchgemacht hast. Das funktioniert nur, ja, das ist ein Unterschied. Das wollte ich nur noch einmal gesagt haben. Es ist interessant, bei Gefühlen funktioniert es bei mir selten. Also wenn ich Depri bin oder zornig bin und ich dann das kommt öfter mal aus mir selber heraus, habe ich irgendwie den Eindruck, da ist irgendwie in mir noch ein bisschen was komisch. Da muss ich tatsächlich oft einfach das tun, was die Bibel sagt, sprich mich freuen, meine Sorgen abgeben. Da macht wirklich die Wahrheit mich frei. Aber ich merke das, dass ich ganz praktisch auf der Ebene der Gedanken, der Gefühle und meines Körpers angegriffen werde. Dass der Teufel versucht, da mir immer eins reinzuwirken, mich immer ein bisschen klein zu halten. Und das Blöde ist, dass der Teufel so eine Doppelstrategie fährt. Erst, er ist ja der Vater der Lüge und der Verkläger der Brüder. Erst verkauft er mir seine Lüge als Wahrheit und wenn ich drauf reinfalle, und dann was tue, wofür ich mich dann schäme, dann sagt er, habe ich doch gewusst, bist ja doch kein richtiger Christ. Ja, so anderer wie du, mit dir kann Gott gar nichts anfangen. Ja, das macht gar keinen Sinn, dass du jetzt nochmal Buße tust, weil, weißt du, so weit wie du daneben gelegen hast, ey komm, lass das doch ganz mit dem Glauben sein. Das ist so typisch teuflisch. Erst, ja, ganz raffiniert, ja, verkauft er uns seine Sachen und dann, wenn wir drauf reinfallen, dann lacht er uns aus. Wichtig. Die Lügen des Teufels können euch kaputt machen. Egal, wie sie daherkommen. Egal, ob sie als falsche Lehre kommen. In 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 1, warnt Paulus davor. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden. Wow, warum? Indem sie auf betrügerische Geister und Lehren von Dämonen achten. Ist das fies? Da werden Leute manipuliert von Dämonen, verkaufen ihre Lehren, Gläubige hören das und sie fallen vom Glauben ab. Verlieren ihre Glaubensfestigkeit. Ananias und Sapphira ist so ein Beispiel. Die gehören zur Gemeinde und irgendwie verkauft ihnen der Teufel die Idee, du könntest doch so tun, als wärst du freigebig und fromm und gleichzeitig noch ein bisschen was für dich so behalten. Ja? So, ja? Das geht überhaupt nicht auf. Beide sterben an dem Tag, wo sie das versuchen.
Boah, denkst du dir, Wahnsinn. Aber im Text steht, dass diese Idee vom Teufel kam. Der Teufel hatte ihr Herz erfüllt. Und das hat ihr Leben ruiniert. Ich glaube, dass in unserer Gesellschaft, die wir eine sehr aufgeklärte Gesellschaft ist, dass es dem Teufel meistens reicht, uns durch Lügen zu knechten. Und dass das, was wir in der Bibel an echten Besessenheitsphänomenen lesen, dass das bei uns relativ selten ist. Wie kommt das Böse in unser Leben rein? Noch ein Gedanke, bevor ich dann den Bogen weiter zu der Gnadengabe spanne und dann auch schnell Schluss mache, keine Sorge. Mein Eindruck ist, dass das Böse dadurch in unser Leben hineinkommt, dass wir unser Gehirn ausschalten. Wann immer Menschen anfangen, ihr Gehirn auszuschalten, sei das durch Drogen, Meditation, Ekstase und sich bereitwillig für andere geistliche Dinge öffnen, in dem Moment passiert es, dass aus einer simplen "Ich verkaufe dir eine Lüge" vielleicht so etwas wird wie, also da wird aus der Beeinflussung eine Belastung und aus der Belastung eine Besessenheit. Die Sache, die ich eben skizziert habe, ja, ich habe Gedanken und Gefühle und ich fühle mich manchmal so, das ist die harmlose Stufe. Da gibt es eine Stufe, die dahinter ist. Wenn Leute anfangen, Stimmen in ihrem Kopf zu hören, nicht nur mal einen blöden Gedanken haben, sondern wenn da permanent jemand zu ihnen redet und ihnen Dinge einflüstert. Und es gibt noch eine schlimmere Form, wenn Menschen anfangen, nicht nur böse Stimmen zu hören, sondern wenn sie die Kontrolle über sich verlassen. Das ist dann Besessenheit. Mir hilft es, diese drei Stufen zwischen Belastung, Beeinflussung, Belastung und Besessenheit klar zu trennen. Wir sind meistenteils auf der Ebene der Beeinflussung und da können wir am leichtesten kämpfen. Aber wenn wir das nicht tun, wenn wir an der Stelle passiv werden, wenn wir uns öffnen für fremde Geister, dann sei nicht überrascht, wenn mehr kommt. Wenn du denkst, ja, das ist schon okay, ja, was weiß ich, ich habe da so einen Hang zu irgendwelchen Filmen, Büchern, zu einem Umgang mit Okkultem, dann wunder dich nicht, wenn irgendwann du den Eindruck hast, ey, es geht mir gar nicht so gut, da ist was Neues in meinem Kopf drin. Und da ist einfach nur der Teufel einen Schritt weitergegangen. Und hier an der Stelle, wo es um Besessenheit geht, da kommen dann tatsächlich die Dämonen ins Spiel, diese gefallenen Engel, die dem Teufel dienen. Die Bibel sagt, dass sie außerhalb von Menschen existieren, sprechen können, sich fortbewegen können, eine eigene Identität haben, Eigenverantwortung haben, Pläne schmieden, Entscheidungen treffen, als Team agieren. Also es sind wirklich fiese kleine Gegner, das muss man schon deutlich sagen, die, wenn man sie in sein Leben reinlässt, da auch ziemlich viel kaputt machen. Und wichtig, sie dienen immer dem Bösen. Es gibt keine weiße Magie. Es gibt keine Totenbeschwörung und keine Wahrsagerei, die in Ordnung ist. Und lasst uns nicht darauf reinfallen, dass Wunder geschehen oder Heilungen geschehen. Wenn ihr in die frühe Christenheit, in die Literatur reinschaut, dann ist das Thema völlig klar. Natürlich hat der Teufel die Macht zu heilen. Ist doch logisch. Ich meine, ein bisschen was muss er schon mitbringen, damit es sich lohnt. Es glaubt ja keiner an ihn, wenn er nicht wenigstens ein bisschen was schafft. Und die ersten Christen haben nie die Frage gestellt, ob Wunder und Zeichen, okkulte Wunder und Zeichen, ob die echt sind. Na logisch sind die echt. Wenn die nicht echt wären, wäre Zauberei vor 1000 Jahren, vor 10.000 Jahren ausgestorben. Natürlich passiert da was. Die Frage ist nicht, ob was passiert. Die Frage ist, was ist das Fundament? Woher kommt das? Von oben oder von unten? Weil was bringt das, wenn Leute ihre Gesundheit gewinnen und ihre Seele verlieren? Das ist doch Wahnsinn. Und deswegen dürfen wir uns auch mit dieser Gabe, die Gabe, Dämonen auszutreiben, beschäftigen. Ich möchte noch kurz die Gabe definieren. Ich habe sie für mich so beschrieben als die Fähigkeit, Dämonen zu entdecken, also zu wissen, dass in einer bestimmten Situation wirklich böse Geister am Werk sind. Und dann auch die Fähigkeit, mit diesen bösen Geistern auf eine kompetente Weise umzugehen und sie im Namen Jesu auszutreiben. Das Interessante in der Bibel ist, wir stellen uns dämonische Besessenheit, glaube ich, immer so vor, ja, da geifert, also irgendeiner so, der Ketten zerreißt, ja,
vor sich hinspuckt und schreit und springt, ja, am besten nackt in irgendwelchen Höhlen lebt, ja, so neben toten Gebeinen, ja. Das mag es geben, ja. Das ist bestimmt auch besessen, da habe ich keine, ja. Der Punkt ist nur, wir lesen noch mehr darüber. Wir lesen auch darüber, dass bestimmte Krankheiten dämonischen Ursprungs sein können. Und es steht zu wenig in der Bibel drüber, als dass man da eine Theologie drauf aufbauen kann. Ich finde es genauso erschreckend, dass an wenigstens zwei Stellen Kinder dämonisch besessen sind. Und die Eltern das irgendwie mitkriegen und merken, hier geht etwas nicht mit rechten Dingen zu und zum Herrn Jesus kommen und darum bitten. Ich weiß nicht, wie die da reingekommen sind. Aber ich merke, das Problem ist nicht nur, Besessenheit heißt, der geifert rum und ist so ein bisschen ausgeknallt und gehört in die Klapse. Das ist nichts, sondern das ist viel früher schon. Hinter manchen Dingen, die wir als völlig normal vielleicht abtun, als irgendwie, da ist jemand krank, da ist jemand psychisch auffällig, kann etwas anderes stecken. Ich sage nicht, dass hinter jeder Krankheit oder hinter jedem psychischen Problem ein Dämon steckt. Das ist wahrscheinlich eher die absolute Ausnahme, aber es kann sein. Und da einen Durchblick zu haben, da sind wir auch in der anderen Gabe mit drin, die Unterscheidung der Geister. Da wäre es gut, wenn man einfach Leute hätte, die damit umgehen können. Und das wäre für mich so, wenn Leute den Auftrag haben, Dämonen auszutreiben. Bis dahin, ich hoffe, ich habe keinen erschreckt. Was wollte ich sagen? Ich wollte erstens sagen, Achtung, wir leben in einer Welt, die vom Teufel beherrscht wird. Zweitens, keine Panik, du gehörst zu dem Siegerteam. Aber Achtung, nimm dich richtig, weil sonst passiert es, dass der Teufel dich in den Griff kriegt. Das wollen wir auch nicht. Und als Gemeinde heißt das für uns, dass wir uns gegenseitig schützen müssen in diesem Kampf. Und deswegen, das letzte Stück in der geistlichen Waffenrüstung ist das Gebet füreinander. Und vielleicht sollten wir nachher das auch, wenn wir beten, mal besonders darauf achten, wir schützen einander durch Gebet vor dem Teufel. Davor, dass der Teufel im Leben von dem einen oder anderen so einen Punkt hat, wo er sich festkrallen kann. Eine Lüge, die er geschickt ins Leben reinwerfen kann. Wo am Ende das geistliche Leben auf der Strecke bleiben kann. Bis dahin, vielen Dank. Rock, you, quack.